Hallöchen, Freunde, Mann. Ey, was geht ab? Oh yeah, Marios Rainbow Castle. Oder naja, auch für die Deutschen, Marios Regenbogenburg. Eigentlich habe ich nur deutsche Zuschauer. Egal, ihr seht schon, das ist jetzt ein Mario Party Night Part. Und ich glaube, das ist irgendwo so Part 34, 35, irgend sowas. Sucht euch eins davon aus, was richtig ist. So, wir wollten ja gucken, was Wario denn jetzt hier macht. Und er würfelt sich nach oben. Und da war Bowser, was für ihn ziemlich schlecht ausgeht anscheinend gerade. Ist ein bisschen assi, ne? Ist das gemein. Der hätte echt die Chance gehabt, einen Stern zu kriegen. Oh. Boah, er ist alles los. Er hat keinen einzigen Besitzfreunde mehr, außer wahrscheinlich den Schiss in seiner Windel. Aber okay. Das spare ich mir jetzt mal einfach, ne? Ich bin immer noch erster, Freunde, und es sind schon gleich bloß noch 5 Runden. Ihr seht's. Turn 14, ja. Jetzt bin ich gar gespannt. Ich glaube, Luigi steht nämlich noch oben. Ach nee, der muss auch noch ein bisschen Weg zurücklegen, Freunde. Und der kommt auch nicht sehr weit. Na, könnte ich ja die Chance haben, wa? Obwohl, ich muss mir erstmal einen Überblick wieder schaffen und erstmal gucken, was für ein Minigame rankommt. Und. Ach, Kugelchaos. Schade, ich dachte, das kommt nicht strandend, Freunde. Das wäre geil gewesen. Obwohl, Kugelchaos macht auch Spaß. Ich meine, wer zieht nicht gerne Noobs ab beim Umbohlen, oder? Ich meine. Passt schon. Jetzt müsste man so sich so da auf dem Minispiel eine Insel vorstellen, so ein Kreis um uns, Freunde. Und ich schubse Yoshi an, der schubst Wario an und der schmeißt Luigi raus. Ja, das wäre eine geile Idee. Aber man kann ja auch hier immer richtig schöne Kombos machen, finde ich. Und Wario dreht erstmal um, das heißt, er wird erstmal weggeskillt. Oder nee, Yoshi hat den Druck erwischt, Freunde. Ja gut, dann helfe ich mal hier ein bisschen. Was? Und da ist er schon draußen, Freunde. Ja, aber der ist hart. Der ist nicht so leicht zu überreden, hier sich denn mal zu verabschieden, ne, Freunde? Schwarz! Schwarz, Mann! Oh, fuck, du bist fetter als ich. Scheiße! Schwarz! Tackling, Mann! Kann man das irgendwie beschleunigen, Freunde? Und volles Bodychecking! Ja! Und er ist down, Freunde. Und ich habe hier gewonnen, Mann. Mario did it, man. Oh yeah. Und damit habe ich jetzt das 5-Runden-Eyelight-Spiel gewonnen. Und ordentlich Münzen abgesackt. Ah, Luigi hat zwischendurch auch schon ziemlich viele Münzen. Ich muss gucken, dass er den Münzstern nicht kriegt. Ach, naja, ist egal. Ich habe den steilen Vorsprung, Freunde. Mir kann noch recht wenig passieren. Es kann natürlich allerdings passieren, dass genau so ein beschissener Kack passiert. Ich stehe kurz vorm Ziel und Bowser kommt an die Macht. Ja, greift meine Fernbedienung, Freunde. Sagt ihr denn das eigentlich auch immer? Es gibt ja Leute, die sagen, ey, lass meine Macht in Ruhe. Und Macht ist für viele immer die Fernbedienung in seiner eigenen Wohnung. Und ja, Yoshi, bist du so ein bisschen gaga im Hirn? Wie schon, oder? Naja, also wenn Luigi langsam läuft, dann ist mir das egal. Ich wusste gar nicht, dass Yoshi schon wieder unten ist. Ach stimmt, der hat ja einen Stern gekauft, genau. Stimmt, Freunde. Ja, jetzt macht es langsam wieder Klick. Ihr merkt es schon. 4, 5, 6, er kriegt blau. Ich wollte mal mitzählen. Um so ein bisschen vorweisiglich zu erscheinen. Und oh Gott, was macht er denn hier? Er könnte vielleicht nochmal würfeln, aber er geht dann aus dem Weg. Wenn er aussetzt, dann kriege ich den Stern. Freunde! Er schafft es nochmal zu würfeln. Scheiße! Mach mal irgendwas. Nee, er läuft durch, Freunde. Hundertprozentig. That's very negative for me, ne? Also, er rennt jetzt nämlich voll in den Stern rein, weil der Penner Yoshi hier unten wechseln musste. Aber ich glaube, er hätte auch nicht nochmal gewürfelt, wenn er denn hätte zu Bowser gemusst. Also, ist relativ offen, Freunde. Kann man nicht so sagen, was wäre, wenn gewesen wäre, wenn der Hund nicht geschissen hätte. Ne, ihr kennt ja den Spruch. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, dann Hasen gekriegt. Das ist auch so ein alter Spruch irgendwie. Der Hund die Geschwister dann Hasen kriegt. Ich meine, Hunde kriegen doch Hasen sowieso nicht. Die flitzen weg und bam, mitten ins Face und so. Ist egal. Da. Vielleicht kenne ich mich da auch biologisch nicht gut genug aus, wa? Da. Ja, kriegst du gleich wieder 10 Münzen, Luigi, ne? Na klar, lass dir schön alt den Arsch stopfen. Naja. Komm, Freunde, was soll's. Nächstes Minispiel. Und ich hoffe, ich laufe nicht so weit. Auch Grabbelbeutel wäre cool. Draußen bleiben, oder? Da gewinnen wir ja alle wieder. Das ist doch voll für den Arsch. Ich hätte aber gern Münzen, dass ich, wenn ich von Bowser runterkomme, 50 Münzen hat, um einen Stern zu stehlen. Das wäre wieder very positive, ne? Also, es war ja jetzt very negative, also muss ich das wieder ausgleichen. Sonst, denn, ihr wisst ja, plus minus ist plus minus 0, ne? Oh mein Gott. Mir fällt gerade ein, ich krieg mal mein Deutschloss so wieder, Freunde. Gott, mir läuft gerade der Bammel und der Angstschweiß die Arschritze entlang. Es laggt, Freunde! Slow Motion! War ich bin ein Stern? Hier, den Schlüssel, ihr wisst schon. Einfach durchgelatscht. Die sind so unskilled, Freunde. Und drehen. Ah, schön, Freunde. Alles meins!
Schnell, ich schließe mich ein und lass die anderen Penner draußen, Mann, das ist alles mein Geld. Ja, verdammt, geht leider nicht, Freunde. Ich wünschte, ich könnte es tun, aber ich kann es nicht. Okay, das ist jetzt langsam knapp geworden, weil Yoshi kann wieder bald einen Stern klauen, wenn der so weitermacht hier. Jetzt wieder negativ, ne? Ist kacke. Oh, jetzt sind 5 Runden, Freunde. Jetzt geht hier richtig die Post ab nochmal. Obwohl Chance-Time mir auch das Genick brechen könnte. Ganz leicht, Freunde. Ihr wisst, Sterntausch und alles ist im Arsch, ey. Das ist so fies. Übrigens, ich möchte mal ganz kurz was anmerken, ja. Es wird ein bisschen strange. Ich meine, jetzt, hey, ihr macht jetzt wahrscheinlich dieses WTF-Gesicht oder WTH-Gesicht. Ja. Ich habe eine Frage. Also, ich habe ja mir heute Abend. Oh, er hat eine freudige Nachricht. Naja, Freunde, ich sag jetzt mal durch. Ich erzähle. Ihr kennt ja den Spruch also sowieso. Ja, ich habe heute mir den 15. Detective Conan Film mit deutschen Untertiteln angeguckt. Ja, ich bin da so ein Mensch, der kann nicht auf DVDs warten. Und scheiße, ich darf jetzt auf. Also doch, ich glaube, mit der 10 käme ich noch zurecht. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, ich würde sogar tauschen. Also ich würde nur 10 begrüßen. Jedenfalls habe ich den auf German Sub und ich kannte den hier nicht auf YouTube finden. Und scheiße, ich habe nur eine bekackte 9. Mario, ein mehr wäre das so schwer gewesen, du Idiot. Da unten kann ich Chance-Time machen mit einer 7 und da oben kann ich mit einer 7. Mir noch ein bisschen länger den Arsch retten. Na okay, Freunde, dann mache ich das mal, ne? Also, je kürzer, also länger der Weg bis zu Bowser, desto besser. Ja, und den musste ich mir halt runterladen, weil ich den nicht auf YouTube gefunden habe. Und ich biete ihn jetzt euch mal an, Freunde. Ich weiß, YouTube, ja, ich habe so ein bisschen Angst darum, dass jetzt YouTube nicht irgendwie die Videos sperrt oder gestrikt werde oder so wegen irgendeinem Content. Und Freunde, deswegen würde ich die wahrscheinlich denn so unter nicht gelistet hochladen, euch aber irgendwie unter Facebook oder so den Link zukommen lassen. Und alle, die nicht, scheiße, Chance-Time. Oder, okay, alle, die nicht Facebook haben, die können dann auf meinem Kanal, in den Kanalkommentaren, denn bin ich schuld, ja, ihr versteht. Dann könnt ihr den Link verteilen, dann können alle meine Zuschauer den Film gucken, wenn ihr denn Detective Conan-Fan seid. Also ich guck das gerne, das ist so mein Kindheitsanime gewesen irgendwie. Ich meine, überleg mal, der 15. Film, jedes Jahr kam einer raus. Das heißt, es gab 15 Jahre Detective Conan. Und irgendwann im April kommt ja bei den Japsen wieder drüben der 16. Oh, scheiße. Nein, nicht Sterntausch, nicht Sterntausch. Das ist ganz kacke, das ist ganz kacke, das ist ganz kacke. Das finde ich alle. Jetzt bin ich gerade Spaß drauf, Freunde. Ja, also ich würde es euch anbieten. Ich würde den, weil ich habe ihn auf German Subs. Ich weiß, das sind nicht meine German Subs. Aber ich glaube, das stört nicht groß, wenn ich da irgendjemand mal. Ich einen Sub verbreite oder so, weil German Subs werden so schnell gesperrt. Wie so alle Englisch Subs sind immer so schlecht verfügbar und die Deutschen sind immer so schnell Content von vom Arsch, Mann. Und ich würde es euch einfach bieten, den unter nicht gelistet hochzuladen. Ich kann es auch mal immer online probieren. Wenn ich den Stress kriege, dann mache ich es einfach so richtig und lade den einfach so hoch. Weil das ist wirklich ein cooler Film, möchte ich jedem empfehlen. Und alle, die Detective Conan Fans sind, die können da einfach mal reingucken. Wird zwar jetzt nichts für die ganz normalen Let's Play-Gucker sein, aber. Ich habe sowieso noch 3 alte Videos von damals auf meinem YouTube-Kanal und ich glaube, es stört mich, wenn ich da jetzt einfach nebenbei mal so einen Film hochlade, weil ich finde scheiße, ich habe den auf YouTube nicht gefunden, wollte den schon eine ganze Weile mal sehen und musste den extra über Mega-Upload und so einen Kack runterladen und hey, cool, wir haben Rennbahn. Ihr seht schon, ich bin gerade ein little bit abgelenkt, aber ich muss mal, glaube ich, auch so ein bisschen out of Thema gehen. Weil, ja, ich meine, guckt euch gar nicht, wenn ihr jetzt, ja, ich nehme schon mal Gronkh als Beispiel, ich meine, der Junge kann, ja, Junge, okay, ist 34, aber der kann so genial andere Themen mitten in seinen Minecraft-Let's Play bringen, kein Wunder, in Minecraft ist nicht viel zu erzählen, und warum soll ich das nicht machen, ne, also, ich würde es euch auf jeden Fall anbieten, schreibt euch, wenn ihr dafür seid, dass ich das mal hochlade, und wie gesagt, wenn ich werde das allerdings lassen, wenn ich dafür gestrikt werde, das wäre, wäre ich schlecht, ne, Komm schon! Yeah, I did it, man. Oh yeah. That's very nice. Nicht nur I did it, man, ja auch I did it, girls und so. Ne? Natürlich auch meine Frauenzuschauer, ist ja kein Thema. Ihr werdet natürlich auch erwähnt. Ja, eigentlich sagt man ja immer sogar Ladies first und so, ne? Also, Ja, Entschuldigung. Ja, also schreibt mir Comments und scheiße. Hat niemand gewechselt, oder? Ich habe ja jetzt gar nicht aufgepasst, ich war gerade am Labern, ihr habt's gemerkt. Und ich wünschte, ich könnte da eins machen, bitte, bitte. Boah, voll durchgezogen, Freunde. Na ah, komm, 135 Münzen, Quatsch. Oh. Oh, ey, ich bin gerade nicht bei der Sache. Ist schon ein bisschen zu spät dafür, ne? Aber komm, 40 Münzen. Spaß, Alter, ich stock die Schlucker weg, Alter. Und so voll cooles Typ, Deutsch, ich mach das Sport, Alter. Und so. Wie sie denn immer sich so artikulieren mit ihren komischen Handbewegungen. Sieht immer so aus wie ausländischer Hip-Hop. Ich will jetzt gar nicht gehässig sein, Freunde, aber... Oh, da kann man nur gehässig sein, Freunde. Ey, ich tut mir leid. Und Tod ist wieder vorne für die anderen PCs. Das ist fies. Jetzt renn aber durch, Mario, ne? Also jetzt hier. Mal hier richtig Gas geben, Bengel. Wie viel halt noch übrig? Oh, ihr kriegt ein Einspieler-Minispiel, Freunde. Ich glaube, da ist all mein Geld wieder gleich drin, ne? That's very nice und so, ne? Ja, und ich meine damit nice. Nice, ich spreche das gerne Deutsch aus, um den Denglisch auszudrücken, ja?
Hütchenspiel, das so Makeable ist zwar schon zu fortgeschrittener Stunde, aber pff, ich klatsch die locker weg hier. Pam. Mitten ins Face. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann nicht von Scheiße. Komm, das Spiel mach ich noch. Das ist nice. Da, 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 da. So, mal gucken. Na, welcher von euch hat das Geld mal anders? Show me. Oh, schön eingesteckt. Und der Rechte hat es und den behalte ich jetzt in Augen, Freunde. Ich hoffe, mein Emulator leckt nicht, weil sonst, Freunde, den verkacke ich hier ganz extrem. Es dreht sich. Es dreht sich. Oh, oh. Er setzt wieder ruckzuck ein, Freunde. Den Move finde ich viel schlimmer als die Drehen, weil Drehen ist wirklich, ich meine, echt, ist was, ist für Kinder halt, ne? So wie Nintendo eigentlich schon immer war. So, Freunde. So, ich würde sagen, Ene, Mene, Mopel, fickt euch ins Knie, ich nehme den nach. Und, oh yeah, 10 Monies. Und damit habe ich eigentlich 20 Münzen von Cooper, 10 von Einspieler-Minispiel und jetzt kommt ja nach der Runde noch ein Minispiel. Da sind wir eine 40 Münzen wieder drin. Also, oh, Bowser, du Schwuchtel, du kannst mich mal. Deine Mutter, holst du mich aus. Marius Imba. Guck mal, ich habe ganz viele zwei Sterne und 122 Münzen, ne? Und Freunde, jetzt, wenn ich euch die Frage stelle, wie viel Zweien entscheiden da? Ja, dann sage ich euch, dass in der 122 fast über 50 Mal die 2 steckt. Oh, wie im neuen Münzen abziehen? Der hat gar kein Geld. Wie willst du den neuen Münzen abziehen? Das hätte man nach Buhu machen sollen. Jetzt verliere ich nämlich schon wieder Geld, Freunde. Fuck. Scheiße. Naja, komm. Ey, komm, die 10 Peanuts, die kann ich auch noch abtreten. Ich sag halt, jetzt chill ich dann so. Aber weh, es sind mehr als 10 Münzen. Oh, 9 Münzen, oder? Das ist ja erst zuvorkommen, ne? Jetzt hätte er übrigens 9 Münzen verlieren können, Freunde. Das ist gerade so die Ironie. Also, er hat gerade 9 gewürfelt und, naja, er hat schon wieder 15 Münzen. Scheiße, Mann. Naja, oh, er hat einen Slow-Motion-Würfel und du setzt aus. Nee, scheiße. Boah, die PCs haben so einen Dusel, echt. Die haben keinen Dussel, die haben Dusel, Freunde. Ja, ich würde sagen, von dem Minispiel mal jetzt aber endlich mal so den Schnitt, ne? Ein Cut. Also jetzt nicht, was ihr denkt, ne? Also nicht so ein Emo-Cut, sondern einfach nur ein Cut im Video, ja, ne? Also, ich hole jetzt nicht meine Rasierklingen raus und was die mal alles benutzen. Egal. Freunde, will ich gar nicht groß weiter erwähnen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann wird ein bisschen in Kanoneninsel rumgeballert und ich hoffe, ich habe bis dahin nicht zugenommen, weil sonst schwank ich hier schnell mit meinem Übergewicht über Bord. Naja, okay, Freunde. Bis dann, macht es gut, haut rein und ciao.